Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Die Offensive wird offensichtlich massiv vorbereitet. Deshalb aber auch das klare Eintreten dafür, dass es den Zugang des Internationalen Roten Kreuzes braucht, der stabil ist. Ich habe ihm klar darauf hingewiesen, dass seine Haltung zum Krieg in keinster Weise auch nur im Ansatz geteilt wird. Seine Haltung zum Krieg ist ja die einer Art Selbstverteidigung der Russischen Föderation, und er bezeichnet sie und hat sie wieder auch als militärische Operation bezeichnet, und ich spreche vom Krieg. Es ist ein Invasionskrieg.